Servus Community, mein Name ist Tactical Viper und nach einer sehr langen Pause melde ich mich endlich zurück mit den Squad-Update-Videos. Die letzten Monate haben einige Änderungen und neuen Content gebracht und die wichtigsten davon möchte ich heute gerne euch in diesem Video vorstellen. Legen wir erstmal los mit den Neuerungen und Ankündigungen aus der vergangenen Alpha 9.4. Hier bekamen alle Fraktionen neue Spielzeuge in Form von Mörsern, Minen, IEDs und Fahrzeugen. Auch wurde hier der Sound von vielen Fahrzeugen überarbeitet, normale Trucks sind nun angenehmer von der Lautstärke her und Radpanzer wie der BTR klingen nun deutlich kraftvoller. Ansonsten gab es in der Alpha 9.4 noch einen neuen Spielmodus namens Invasion und viele Gameplay-Anpassungen bzw. Optimierungen. Dann war es erstmal eine lange Zeit still um Squad, denn nach dem Monatsrückblick aus dem Januar 2017 erfolgte von den Entwicklern keiner mehr. Auch ein Grund, warum nach diesem Rückblick im Januar auch keine weiteren Videos von mir folgten, denn es gab ja auch nichts mehr zum Vorstellen. Der Hauptgrund für diese Pause war die riesige Menge an angestauter Arbeit der Entwickler, daher gab es auch erst im Mai 2017 einen kurzen Rückblick mit vielen Neuerungen. Eines dieser Neuerungen waren die ersten Szenen des neuen Animationssystems. Das bisherige System von Squad wurde komplett überarbeitet und bietet zukünftig mehr Details, wie ihr bereits hier im Gameplay-Video sehen könnt. Ein weiteres Feature wurde erst dank der Community umgesetzt und zwar betrifft das Zweibein für Gewehre. Es soll sich dem Untergrund anpassen können, schnellere Nachladezeiten ermöglichen und sobald das Zweibein ausgeklappt ist, profitiert der Spieler von einem erweiterten Sichtfeld. Eine weitere Neuerung ist die Nullstellung der Reichweite bei Zielfernrohren. Der Spieler soll das Zielfernrohr justieren können, um so besser auf hohen Reichweiten treffen zu können. Im Video seht ihr zum Beispiel eine PPSH-41 mit zwei verschiedenen Klappvisieren, die über das Mausrad gewechselt werden können. Ansonsten gab es endlich ein erstes Lebenszeichen über die ersten Helikopter in Squad, und zwar den Transporthubschrauber UH-60M, auch bekannt als Black Hawk. Er soll neben dem Piloten auch 14 weitere Soldaten transportieren können und soll laut den Entwicklern schon bald ins Spiel kommen, wobei dieses Sprite ein bisschen so in Vorsicht zu genießen ist. Ich vermute mal wahrscheinlich erst im Laufe des nächsten Jahres. Ansonsten sollen noch weitere Waffen implementiert werden, wie die L-13-1A1 Pistole, die RPG-29 und die ZU-23 Anti-Aircraft Kanone. Natürlich darf bei einem Monatsrückblick auch keine neue Karte fehlen und so wurde im Mai die neue osteuropäische Karte Nava gezeigt und eine Erweiterung des südlichen Kartenabschnitts von der legendären Karte Al-Basra. Kommen wir nun zu den fast aktuellsten Geschehnissen aus Squad und zwar dem Monatsrückblick aus dem Juni. Hier wurde erneut das neue Animationssystem vorgestellt und welche Fortschritte bislang gemacht worden sind. Unter anderem wird derzeit mit dem Animationsteam Animatric in Vancouver gearbeitet und zwar an neuen Bewegungsabläufen. Damit sollen die Animationen und Bewegungen im Spiel verbessert und detaillierter werden. Ein weiterer Punkt ist die Verbesserung der Darstellung von Waffenaufsätzen, denn diese werden mit den neuen Animationen verbunden, sodass diese nun deutlich realistischer ausschauen, weil sie eben auch aktiv genutzt werden. Ansonsten wurden natürlich immer neue Waffen angekündigt, wie zum Beispiel die M1014 Schrotflinte, die KS23 Schrotflinte, der erste Tau-Launcher und der RPG-26. Ansonsten hoffe ich natürlich, euch hat die kleine Zusammenfassung der letzten Monate gefallen und falls ja, würde ich mich doch sehr über ein Däumchen nach oben freuen. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Viper.